Das ist Klaus. Er ist Disco-Besitzer. Und das sind seine Freunde: die Mediengestalterin Susi, der Medieninformatiker Ivan und der Drucker Carlos. Zusammen möchten sie einen Flyer für Klaus Ü30-Party erstellen. Vor 10 Jahren hätten die vier dafür unzählige Briefe, Faxe und E-Mails geschrieben, Telefongespräche geführt und sich alle an einen Tisch zusammengesetzt. Heutzutage gibt es dafür eine einfachere Lösung: Wikis in 3 Minuten. Nachdem der Medieninformatiker Ivan in der Mediencommunity ein Wiki erstellt hat, können sich alle Gruppenmitglieder an der Planung des Partyflyers beteiligen. Entscheidend ist, dass alle die Website, also das Wiki, lesen und verändern können. Hierfür gibt es zwei wichtige Button: Bearbeiten und Speichern. Als erster erstellt der Disco-Besitzer Klaus seinen Beitrag. Er öffnet Ivans Wiki in der Mediencommunity, drückt auf den Bearbeiten-Button und schreibt, wie in einem Textverarbeitungsprogramm, seinen Ideenvorschlag ins Wiki. Als er fertig ist, klickt er auf den Speicher-Button und schon erscheint seine Designvorlage für den Flyer auf der Website. Jetzt ist Susi an der Reihe. Sie schaut sich Klaus' Idee an, denkt darüber nach und verändert schließlich den Flyer mit Hilfe ihrer eigenen mediengestalterischen Vorstellungen. Hierzu schreiben dann wiederum Klaus, Ivan und Carlos ein Feedback, sodass nach und nach durch die drei Schritte Bearbeiten, Schreiben und Speichern der perfekte Partyflyer entsteht. Zum Schluss gibt noch der Drucker Carlos sein Okay und macht Klaus ein Preisangebot. Jetzt ist der Ü30 Partyflyer fertig geplant und designt und kann gedruckt werden. Wikis erleichtern also die Zusammenarbeit, weil Zeit, Ort und Kosten eingespart werden können. Yeah! Wikis eignen sich außerdem für Wissen- und Ideensammlungen, Prüfungsvorbereitungen, Dokumentationen und so weiter. Also, probieren Sie es doch mal selbst. www.mediencommunity.de. Wir zeigen, wie es geht.